Ja, 10% Dividendenrendite ist wohl ein Traum für jeden Dividendeninvestor. Aber eine hohe Dividendenrendite macht noch lange kein gutes Investment. Deswegen wollen wir jetzt in diesem Video Freenet ausführlich analysieren und einen aktuellen fairen Wert ermitteln. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und herzlich willkommen bei Value for Investors. Der Disclaimer vorweg wieder, das ist alles keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, sondern nur meine persönliche Meinung. Und es entsteht wieder ein gewisser Interessenskonflikt, da ich über mein Wikifolio selbst in Freenet investiert bin. Ja, aber beginnen wir mit einem Überblick über Freenet. Freenet ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen und entstand 2007 durch den Zusammenschluss der Mobilcom AG und der Freenet.de AG. Wie wir hier auch im Geschäftsbericht von 2019 sehen, gehören dann zur Freenet Group einige Tochterunternehmen und dann auch noch zwei Minderheitsbeteiligungen, einmal 25% an Sunrise und dann nochmal 60% an der Exaring AG. Ja, zu den beiden Beteiligungen kommen wir später aber nochmal. Das Herzstück von Freenet ist natürlich die Mobilcom Debitel GmbH, hat wahrscheinlich auch fast jeder schon mal von euch gehört, wobei die dann auch wieder einige Tochterunternehmen hat, unter anderem klarmobil.de, das ist auch sehr bekannt in Deutschland. Das Geschäft von Freenet ist überwiegend natürlich in Deutschland. Und wir haben hier zwei Segmente, in denen das Ganze aufgeteilt ist. Das ist einmal Mobilfunk und einmal TV und Medien. Das Kerngeschäft ist natürlich der Mobilfunkbereich, weil hier werden ungefähr 90% der Umsätze erzielt. Das heißt, der andere Bereich, also Segment TV und Medien, ist eher ein kleinerer Bereich. Zum Bereich Mobilfunk zählen dann eben Handyverträge, dann eben inklusive Handy oder ohne Handy. Aber auch Zusatzdienstleistungen werden angeboten, wie zum Beispiel Videoangebote, Musikangebote und so weiter. Ja, im Gegensatz zu den großen dreien, also Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland, auch bekannt unter O2, hat Freenet aber kein eigenes Mobilfunknetz. Also der Vorteil ist natürlich, man muss jetzt keine großen Ausbaukosten oder so investieren, man hat auch jetzt keine Instandhaltungskosten, aber der große Nachteil ist natürlich, dass man jetzt abhängig ist von den großen dreien. Man erwirbt jetzt hier auch keine irgendwie Netzkapazitäten von den Großen, sondern man betreibt eher so eine Art Reselling-Modell. Also man verkauft dann Originaltarife von Vodafone, Telekom oder Telefonica Deutschland, aber man bietet auch hauseigene Tarife an unter gewissen Discount- oder Premium-Marken, sodass eben eigentlich für jeden Kunden immer was dabei ist. Der Vertrieb ist dabei sowohl stationär als auch online. Man hat dann eben auch stationär zum Beispiel über 500 Läden in ganz Deutschland unter der Marke Mobilcom Debitel. Und Freenet kümmert sich dann auch um alle nachgelagerten Dienstleistungen, also zum Beispiel im Kundenmanagement, der Rechnungsstellung, dem Marketing und so weiter. Ja, im Bereich TV und Medien haben wir dann zum einen die hundertprozentige Tochtergesellschaft Media Broadcast GmbH. Die betreibt Übertragungstechnik für Hörfunk und TV. Und errichtet diesen auch. Und da hat man dann zum Beispiel das Produkt Freenet TV, mit dem dann Kunden Fernsehsender, also private Fernsehsender, auch in HD schauen können. Und das geht dann zum Beispiel über DVB-T2 HD. Und die andere Beteiligung an der Exaring AG, die auch in dem Bereich TV und Medien tätig ist, da hat man eben 60%. Und sie betreiben dann die Plattform Waipu TV. Das ist eine Video-on-Demand-Plattform, sodass eben Kunden dann direkt übers Internet Fernsehsender daheim anschauen können mit jedem Endgerät. Und da hat man dann auch Synergieeffekte zusammen mit Mobilcom Debitel, da eben Waipu TV direkt dann mit Handyverträgen so als Zusatzdienstleistungen mitvertrieben werden kann. Und da hat man dann eben gleich Möglichkeit, dann an den Kunden das Produkt Waipu TV heranzubringen. Waipu TV wächst auch noch weiterhin relativ stark. Und man ist jetzt auch eine Kooperation mit Netflix eingegangen, sodass man Netflix und Waipu TV zusammen buchen kann als ein Paket und natürlich das Ganze nochmal dann eben günstiger, als wenn man beides einzeln bucht. Das finde ich ganz gut, dass man hier eine Kooperation eingegangen ist, weil eben Netflix sehr beliebt und sehr bekannt ist. Und da zahlen dann vielleicht die Kunden vielleicht noch eher nochmal ein paar Euro mehr und haben dann Waipu TV dazu, als dass man jetzt nur Waipu TV anbietet. Außerdem hat auch die Exaring AG ein eigenes etwa 13.000 Kilometer langes oder großes Glasfasernetz in Deutschland, sodass man eben die hohe Bildqualität bei dem Endkunden dann auch gewährleisten kann. Zusätzlich hat man dann noch ein bisschen anderes gewerbliches Geschäft. Da geht es dann zum Beispiel um Addressable TV oder Web-to-TV Services. Aber der entscheidende Punkt hier ist wohl eindeutig Waipu TV. Ja, und wie wir in dieser Grafik hier sehen können, wächst die Anzahl der Abonnenten auch immer noch von Freenet, aber natürlich jetzt nicht mehr so exorbitant, da man
da natürlich vor allem im Mobilfunkbereich der deutsche Markt bereits gesättigt ist. Dann schauen wir uns mal kurz die Marktkapitalisierung an. Da haben wir nämlich 128 Millionen ausstehende Aktien in etwa. Und beim aktuellen Kurs von 17 Euro haben wir eine Marktkapitalisierung von aktuell 2,2 Milliarden Euro. Und bei der Umsatz- und Gewinnentwicklung sehen wir, dass sich eigentlich in den letzten 10 Jahren kaum was getan hat. Der Umsatzeinbruch 2018 war eigentlich nicht aus dem operativen Geschäft, sondern hier war es wirklich nur ein Ausweisthema, denn da gab es dann die Umstellung auf den neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 15 und ohne die Umstellung wäre sogar der Umsatz leicht angestiegen. Ja, da sieht man auch, dass es immer wieder wichtig ist, nicht nur einfach die Kennzahlen anzugucken, sondern auch zu schauen, was dahinter steckt. Hier sehen wir jetzt nochmal die ersten 3 Quartale aus diesem Jahr und der Umsatz ist wieder etwas eingebrochen, aber auch hier jetzt wieder einen besonderen Grund, denn Freenet hat die Beteiligung an Motion TM verkauft, sodass natürlich die Umsätze aus dieser Beteiligung wegfallen. Und um natürlich jetzt einen richtigen Vergleich anzustellen, muss man dann natürlich das Vorjahresergebnis auch um diese Motion TM bereinigen. Und wenn man dann eben die 2019er Umsätze auch ohne Motion TM anschaut und vergleicht in der nächsten Zeile eben mit den 2020er Umsätzen, sieht man, dass hier wieder sowohl Umsatz als auch Gewinne relativ konstant sind. Also Corona hat jetzt keinen großen Einfluss auf das Geschäft von Freenet. Ja, wie vorhin versprochen, kommen wir noch zur 25% Beteiligung an Sunrise. Das ist ein Schweizer Telekommunikationsunternehmen, also in der gleichen Branche tätig, nur in der Schweiz eben. Ist dann auch dort Nummer 2. Und Freenet hat diese Beteiligung 2016 gekauft für ungefähr 800 Millionen Schweizer Franken, was etwa 750 Millionen Euro sind. Und dieses Aktienpaket hat man jetzt erst vor kurzem wieder verkauft an den amerikanischen Kabelkonzern Liberty Global. Und zwar für 1,1 Milliarden Euro ungefähr. Ja, das ist ein Gewinn von 350 Millionen Euro in 4 Jahren, beziehungsweise 50% Rendite. Zusätzlich hat man noch einige Millionen an Dividende erhalten in den Jahren. Musste aber natürlich auch für das aufgenommene Geld, also man hat dann Schulden aufgenommen damals, um das zu finanzieren, musste man natürlich auch Zinsen zahlen in dieser Zeit, aber insgesamt war das natürlich ein super Deal für Freenet, innerhalb von 4 Jahren so eine hohe Rendite zu erwirtschaften. Ja, hier seht ihr jetzt nochmal den Kursverlauf seit 2007 von Freenet. Und obwohl jetzt in den Geschäftszahlen sich nicht allzu viel getan hat in den letzten Jahren, wie wir ja vorhin gesehen haben, hat sich dann doch der Aktienkurs innerhalb von nur wenigen Jahren halbiert und ist jetzt eben ungefähr bei 17 Euro, obwohl er schon mal über 30 Euro stand. Und wenn ihr auch in Zukunft weitere Aktienanalysen von mir sehen wollt, dann abonniert noch den Kanal, falls ihr es nicht gemacht habt. Und wir schauen uns jetzt die Aktienbewertung von Freenet an. Da Freenet nachhaltige Gewinne erwirtschaftet, ordnen wir es der Kategorie Qualität zu. Und da schauen wir uns dann wie immer zuerst die Marktfaktoren an. Das Marktwachstum ist natürlich sehr schlecht, vor allem im Kerngeschäft, ja, im Mobilfunkbereich, weil eben, wie vorhin schon erwähnt, der deutsche Mobilfunkmarkt inzwischen gesättigt ist. Und im Bereich Medien ist es dafür etwas besser, das Marktwachstum, weil eben viele noch gar nicht ihren Fernsehempfang umgestellt haben. Aber da natürlich der Medienbereich bei Freenet nur 10% der Umsätze ausmacht, vergebe ich insgesamt hier nur die Note 4. Im Kerngeschäft, von dem Mobilfunkbereich, hat man dann aber auch sehr viele Wettbewerber. Darunter zählen natürlich auch die großen drei. Da hat man eben Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland. Aber natürlich, man hat auch andere Wettbewerber, wie zum Beispiel 1&1 Drillisch oder natürlich auch Discount-Anbieter wie Aldi oder Lidl. Und deshalb gibt es hier nur die Note 5 von mir. Ja, der deutsche Mobilfunkmarkt ist reguliert von der Bundesnetzagentur. Freenet ist ja wie gesagt abhängig von den großen drei Playern hier, also von den Mobilfunknetzen der großen dreien. Und die Nutzungsbedingungen von diesen werden aber auch von der Bundesnetzagentur reguliert oder bestimmt. Ich gehe zwar davon aus, dass die Bundesnetzagentur weiterhin an einem gewissen Wettbewerb interessiert ist, aber natürlich, wenn es hier irgendwas kommen sollte, irgendwelche Einschränkungen, kann es natürlich Freenet sehr hart treffen. Da ich aber insgesamt davon ausgehe, dass das sehr unwahrscheinlich ist, halte ich es immer noch für gerechtfertigt, hier die Note 2 zu vergeben, da die Regulierung eben hier eher Freenet in die Karten spielt, als dass es ihnen schadet. Und damit kommen wir zu den Unternehmensfaktoren. Der CEO Christoph Vilanek ist bereits seit über 10 Jahren hier bei Freenet tätig und ist auch schon seit 10 Jahren CEO. So eine Konstanz mag ich eigentlich in der Regel, vor allem wenn man ein Vernünftiges geleistet hat. Und er hat es auch geschafft, dass Freenet sehr gut etabliert ist in Deutschland in dieser Branche. Und auch mit dem Sunrise-Deal hat man ein gutes Geschäft gemacht. Nur in den letzten Jahren war natürlich jetzt kein großes Wachstum, aber das ist natürlich auch sehr schwer im Mobilfunkbereich, der schon gesättigt ist in Deutschland, diesen Markt, wie ich ja vorhin schon mal erwähnt habe. Und Freenet hat auch schon eine gewisse Größe, wo es dann auch nicht mehr so leicht ist zu wachsen.
Deswegen gibt es dann trotzdem von mir die Note 2. Ja, bei der Aktionärstruktur ist das einzig Interessante, dass Flossbach von Storch, einer der angesehensten deutschen Fondsmanager, etwa 15% der Anteile hält. Und das rechtfertigt für mich gerade noch die Note 2. Ja, mit der Gewinnverwendung bin ich eigentlich sehr zufrieden. Da hat man in den letzten Jahren immer einen Großteil der Gewinne an Dividende ausgeschüttet. Außer jetzt im aktuellen Geschäftsjahr, also im 2020, hat man für das Geschäftsjahr 2019 keine Dividende ausgeschüttet, weil eben Anfang des Jahres noch die Corona-Folgen noch nicht so vorhersehbar waren für Freenet. Und da hat man dann sicherheitshalber hier mal keine Dividende ausgeschüttet und das Geld eher zurückgelegt. Aber in Zukunft soll wieder 80% des Free Cashflows an Dividende ausgeschüttet werden. Bei einem aktuellen Free Cashflow für 2020 von etwa 250 Millionen Euro, was erwartet wird, sind es dann immerhin 200 Millionen Euro und pro Aktie sind das etwa 1,56 Euro, was beim aktuellen Kurs von grob 17 Euro über 9% Dividendenrendite entspricht. Und diese Dividende von Freenet kommt aus einem steuerlichen Einlagekonto und deshalb muss hier noch nicht mal eine Kapitalertragssteuer gezahlt werden und auch dadurch eben kein Solidaritätszuschlag, sodass wir eben als Aktionäre diese Dividende wirklich steuerfrei bekommen. Und das ist natürlich nochmal interessanter für viele Dividendeninvestoren. Und laut Geschäftsbericht 2019 soll sich da auch in den nächsten Jahren erstmal nichts dran ändern. Die 1,1 Milliarden Euro aus dem Sunrise-Deal mit der Verwendung von diesen bin ich auch sehr zufrieden. Da hat man gleich am Anfang jetzt, war glaube ich erst ein, zwei Wochen her, 610 Millionen Euro genommen und Schulden zurückgezahlt. Und dann will man auch nochmal etwa 200, 300 Millionen Euro in Zukunft nochmal dafür nehmen, um weitere Schulden zurückzuzahlen. Und einen kleineren Teil möchte man auch dafür nehmen, um eigene Aktien zurückzukaufen, was ich jetzt bei dem aktuellen Kurs auch als gut empfinde. Und wenn jetzt natürlich Aktien zurückgekauft werden und der Free Cashflow, der als Dividende ausgeschüttet wird, dann auf weniger Aktien verteilt werden muss, steigt natürlich der Anteil an Dividende je Aktie, sodass die Dividendenrendite dadurch auch auf über 10% steigen kann. Und das Ganze gibt dann für mich die Note 1 für die Gewinnverwendung. Das Geschäftsmodell finde ich jetzt eher mittelmäßig. Also man hat ja zum einen kein eigenes Netz und ist dadurch immer abhängig von den großen dreien. Dafür hat man natürlich jetzt in der Branche ohne eigenes Netz keine großen Forschungs- oder Produktionsausgaben. Zudem sehe ich jetzt Weibo TV zwar nicht schlecht an, aber jetzt auch nicht sehr gut. Also viele Menschen werden dann doch erst Netflix, Amazon, Prime Video, Disney oder was es da auch alles gibt von den großen Streamern als Weibo TV. Weshalb ich jetzt insgesamt nur die Note 4 vergebe. Ja, ein richtiger Burggraben ist hier meiner Meinung nach nicht vorhanden. Natürlich hat man hier einen gewissen Kundenstamm, was ein kleiner Burggraben sein kann, aber für mich rechtfertigt er diese höchstens die Note 4. Freenet und Mobilcom Debitel und auch Klarmobil, das sind schon bekannte Marken in Deutschland für verschiedene Preisklassen und die sind auch sehr bekannt, weshalb sie Freenet von mir für die Marke die Note 2 bekommt. Das Produkt selbst finde ich eigentlich ganz gut, also die verschiedenen Mobilfunktarife in den verschiedenen Preisklassen, sodass eben alle Kundengruppen angesprochen werden können. Weibo TV finde ich jetzt an sich auch nicht schlecht, aber wenn man jetzt mal im Internet sucht nach Mobilcom Debitel Kundenerfahrungen, findet man leider relativ viele schlechte Kommentare oder Beschwerden, weshalb ich hier fürs Produkt nur die Note 3 vergebe. Und dann kommen wir noch zu den Finanzfaktoren. Da haben wir zum einen die Nettomargen mit etwa 7%. Das ist zwar in dieser Branche nicht schlecht, aber jetzt insgesamt natürlich jetzt nicht so die besten Nettomargen. Deswegen bekommen Sie hier eine Note 3 von mir. Dann die Eigenkapitalrenditen, die sehen schon viel besser aus. Da waren wir in den letzten Jahren immer um die 15%. Und das ist schon fast bei mir die Note 1, aber aktuell vergebe ich hier noch eine 2 dafür. Dann sind wir noch bei der finanziellen Situation an. Da schauen wir uns dann mal kurz die Bilanz aus dem dritten Quartal an. Und da müssen wir jetzt nur natürlich noch ein paar Änderungen vornehmen, da wir ja wissen, dass im aktuellen Quartal schon die Sunrise-Beteiligung verkauft wurde und man da eben 1,1 Milliarden Euro bekommen hat. Dazu entfernen wir jetzt erstmal die Sunrise-Beteiligung aus den langfristigen Vermögenswerten und 610 Millionen Euro, die sie ja bereits zur Schuldentilgung verwendet haben, können wir eben bei den Finanzverbindlichkeiten streichen. Und dann haben wir noch die restlichen 490 Millionen Euro, die wir jetzt hier erstmal als Cash anrechnen und damit natürlich sich die kurzfristigen Vermögenswerte erhöhen. Die Sunrise-Beteiligung war ja vorher mit gut 750 Millionen Euro bilanziert. Dass sie jetzt aber eben für 1,1 Milliarden verkauft haben, haben wir hier noch etwa 350 Millionen Euro Gewinn und diese müssen wir natürlich hier noch beim Konzernergebnis hinzurechnen. Sodass wir eben jetzt hier jetzt auf der Passivseite und Aktivseite
eben den gleichen Wert haben. Ja, und wenn wir uns die Bilanz jetzt mal anschauen, sehen wir, dass trotz den 1,1 Milliarden Euro immer noch die kurzfristigen Schulden höher sind als die kurzfristigen Vermögenswerte, was mir eigentlich in der Regel nicht so gut gefällt. Da es dann immer irgendwie die Gefahr gibt, dass man hier nicht mehr seinen Zahlungsverpflichtungen eintreten kann. Und außerdem hat man natürlich auch hier noch Finanzverbindlichkeiten in Höhe von etwa 1 Milliarde Euro insgesamt, also kurzfristige Finanzverbindlichkeiten plus langfristige Finanzverbindlichkeiten, was auch ein ganz schön großer Batzen ist. Und auf der Aktivseite fällt zudem negativ auf, dass das Goodwill plus die immateriellen Vermögenswerte etwa 1,8 Milliarden Euro sind, was so viel ist oder sogar etwas mehr als das komplette Eigenkapital von Freenet. Und aus den genannten Gründen vergebe ich jetzt leider hier nur die Note 4. Ja, und dann sind wir eben noch beim Free Cashflow und da schafft es Freenet wirklich einen konstant hohen Free Cashflow zu erzeugen oder zu erwirtschaften und hat auch dadurch eben die Möglichkeit, immer wieder hohe Dividenden auszuschütten, Jahr für Jahr, weshalb es hier von mir die Note 1 gibt. Ja, das gibt jetzt eine Durchschnittsnote von 2,8 und damit einen Renditeaufschlag auf die deutschen 10-jährigen Staatsanleihen von 7,5%. Somit haben wir dann eine Mindestrendite von 8,5%, da eben die 10-jährigen deutschen Staatsanleihen aktuell unter 1% bringen, und einen Qualitäts-KGV von 11,8. Als erwartetes Gewinnwachstum nehme ich 4% je Jahr, da ich eben nicht von einem großen Wachstum jetzt mehr ausgehe bei Freenet, wie es auch eben in den letzten Jahren auch schon der Fall war. Und somit erhalten wir als faires KGV nach Seite 10,1. Für 2021 wird ein Gewinn von 1,77 € je Aktie erwartet. Zudem hat man da noch ein bisschen Netto-Schulden, also negatives Netto-Cash, etwa 2,09 € je Aktie. Und dadurch bekommen wir dann einen fairen Kurs oder einen aktuellen fairen Kurs von 15,79 €. Und beim aktuellen Aktienkurs von gut 17 € ist es jetzt nach diesem Modell eine leichte Überbewertung. Aber da man natürlich hohe Free Cashflows erzeugt und die zum Großteil an ihre Aktionäre weitergibt und die Überbewertung jetzt auch nicht exorbitant ist, bin ich trotzdem in meinem Wikifolio eine kleine Position eingegangen. Das war jetzt meine Meinung zu Freenet. Was ist eure Meinung zu Freenet? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir ein Like da und dann bis zum nächsten Mal bei Value for Investors.